Sieht es nicht einfach wunderschön aus? Fuck no! Also, was haben wir denn hier? Okay, Standardsmuggler bitte. Und der dritte Weltkrieg. Das verspricht unglaublich interessant zu werden. Ist das etwa? Ihr seid der dumme Schiff, ich will die palmartige Sexualkampfschrede, ich werde hier mal rein, Pflanze. Hey! Na, den hat er auf jeden Fall gerochen. Den auch? Was ein Zufall. Das ruft doch quasi schon nach dem kleinen Frack-Movie. Ach so! Wie machen die das die ganze Zeit? Jetzt schauen wir uns das Ganze auch nochmal an. So behaupt doch keiner! Wie er sich hier einfach nur einen abflickt und darauf verkackt! Oh, Scout, nice! Bisschen Scout-Action und... Ja, lass einfach die Scout weg. Der Dude will einfach die... Wow. Das gibt Grusel, Mann. Das war so. Wow. Erstmal den Mate verrecken lassen. Nice. Es wird spannend. Zwei Gegner kommen mit der ganzen zwei Gegner. Der erste kommt CT-Bogen. Schuss geht daneben. Gegner geht zurück. Hat aber bemerkt, dass er seinen Geldbeutel verlassen hat. Tolle Prediction! Ist natürlich klar, ja. Rechts war natürlich ein Relaxo, da kann man natürlich nur links vorbeilaufen. Macht Sinn also direkt nach links zu aimen. Sehr aufmerksam vom Suspekt hier, den Fehler machen ziemlich viele. Oh, Nummer 1. Na komm, jetzt reißt auch endlich mal was, ja. Ein bisschen. Sehr gut. Okay, Suspekt. Es wird Zeit, hier ein bisschen Tacheles zu reden, ja. Du machst jetzt endlich etwas Interessantes. Okay! Er haut raus hier. Ich bin gespannt. Und dabei bleibt er auch. Toll. Oh, 2-on-2. Okay, meine Prediction ist, er wird hart verkacken. Wow, wer hätte das gedacht? Und das bei dem Crosshair Placement. Aber hey, es stehen mal alle. Na komm, was machst du? Okay. Ah ja. Na komm, deliver ein bisschen was. Deliver ein bisschen was. Oh, der erste Headshot und der zweite. 10 AP. 10 AP. Hör auf, so rumzujumpen, Mann. 10 AP. Nice, okay. Das macht das Ganze zu einem 3-on-2. Oder? Ja, okay, ich kann wirklich zählen. Das ist gut. Erstmal hinterher aim. Ganz, ganz wichtig. Immer, Leute, immer wenn ihr Gegner durch die Wand zieht, erstmal mit dem Fall kurz hinterher gehen. Das wird niemandem auffallen, ja? Niemandem. Niemandem. Der war gerade eine Wand, Bro. All diese Wände, die von dir ignoriert werden. Was meinst du, wie sich die Wände in dem Moment fühlen, hä? Wie würdest du dich fühlen, wenn du ignoriert werden würdest? Ja, ganz genau so. Kein Problem, Mann. Aim einfach. Oh, der One League! Das war der Move, auf den ich gewartet habe, Mann. Eindeutig War League und The Name Key, ja? Und wehe, einer von euch schreibt was anderes in die Kommentare! Dann werde ich ziemlich.